Captain Song hieß sein Gegner im ersten Einzel. Ja, im Doppel war es ein Satz mit X, nämlich war wohl nichts, aber davon erholte sich Jörg Roskopf ganz, ganz schnell. Im ersten Satz, da beherrschte er nämlich seinen Gegner klar. 21-15 für Roskopf, der sehr aggressiv spielte, fast alle längeren Ballwechsel für sich entscheiden konnte. Ding Song kam kaum einmal dazu, seine gefürchteten, knallharten Vorhand-Topspins anzubringen. Ein bisschen wurde das anders im zweiten Satz. Der Chinese, besonders in der Anfangsphase, der bessere Mann. Er kam auch jetzt besser klar mit den Aufschlägen seines Gegners. Hervorragende Ballwechsel, das eben war ein Beispiel. Es war ein wirklich hochklassiges Match jetzt in dieser Phase. Jörg Roskopf musste aber feststellen, das war nicht mehr der Ding Song, den er kannte aus dem ersten Satz. Große Leistungssteigerung des Mannes aus Frickenhausen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was das für Aufschläge sind von Ding Song. Kaum zu sehen, um nicht zu sagen gar nicht zu sehen für seinen Gegenüber. Und dann begleitet er die Aufschläge noch mit einem energischen Fußstapfen. Also eigentlich regelwidrig, aber welcher Schiedsrichter in der Bundesliga nimmt da Anstoß? Ich kenne bislang keinen. Zweiter Satz, also eine Angelegenheit für Ding Song. Wir sind im dritten Durchgang, 14-8 jetzt, die Führung für Ding Song. Man weiß ja von ihm, er braucht immer eine gewisse Anlaufzeit, aber wenn er dann mal in Schwung ist, der 28-jährige Chinese, dann wird es ganz, ganz schwer für alle Gegner. Die Bilanz von 22-3 in der Bundesliga, die spricht Bände. Ja, dieses Spiel kennt man ja eigentlich mehr von Roskopfs Mannschaftskollegen Koji Matsushita, aber dieser Mann beherrscht das mindestens genauso gut und er ist vor allem im Angriff doch um einiges stärker als Matsushita. Deshalb wird er zu Recht wohl als bester Abwehrspieler der Welt bezeichnet. Auf der roten Schlägerseite spielt Ding Song mit den kurzen Noppen. Die Bälle kommen fast ohne Rotation zurück und Roskopf muss da unheimlich aufpassen, dass er bei den Topspins möglichst nach vorne zieht. Und das birgt immer auch eine Fehlerquelle in sich. Klare Führung, 17-11, aber Roskopf, das weiß man, er ist ein Kämpfer. Er kommt ganz langsam, aber sicher noch einmal heran. Ding Song hat in dieser Woche speziell an seinen Aufschlägen gefeilt. Hunderte, wenn nicht Tausende von Aufschlägen hat er gespielt in der Trainingswoche in Frickenhausen. Na, man muss sich gegen Abwehrspieler wie Ding Song jeden Punkt hart erkämpfen. Da geht es nicht ruckzuck Punkt. Nein, nein, das dauert immer einige Sekunden. Es gibt sogar Ballwechsel, die Minuten dauern, wenn man gegen Spieler dieser Qualität antreten muss, die fast jeden Ball wie eine Gummiwand zurückbringen. Roskopf ja auch nicht ganz fit in diese Partie gegangen, hat Probleme mit dem Knie, auch mit der Patellasehne, der Ellenbogen zwickt ein bisschen. Deshalb hat er ja auch die deutsche Meisterschaft abgesagt in Magdeburg. Er hat das erste Finale in der Europa-Liga nicht gespielt. Am Dienstag allerdings, da will er beim Rückspiel in Hannover wieder dabei sein. Wie sagte doch der Physiotherapeut Hans-Dieter Hanus, ja, der Jörg Roskopf, er müsste eigentlich ein bisschen kürzer treten, aber er schont seinen Körper nicht, lässt ihm keine Ruhe. Jörg Roskopf ist immer noch, auch mit 30, ganz, ganz ehrgeizig. Jetzt versucht er, ein schier aussichtsloses Unterfangen, nämlich nochmal gegen diesen Mann aufzuholen. 14-19 der Rückstand für Roskopf.
Hinspiel, da konnte er Ding Song ja schlagen. Mit 2:1. Ganz knapp war es damals. Zu 19 im dritten. Aber Ding Song ist zu gut, als dass er sich das nochmal gefallen lassen würde. Er steht vor einem Sieg gegen Jörg Roskopf. Ding Song kam ja aus Bad Honnef nach Frickenhausen. Und schon jetzt muss man sagen, das war ein Volltreffer, dieser Einkauf. Er ist wirklich eine absolute Bank, die Nummer 1 des TTC Metabo. Na, sowas mag natürlich auch Roskopf sehr gerne. Nicht das letzte Risiko gegangen von Ding Song bei diesem Aufschlag. Und schon kommt die knallharte Vorhand. Nur noch 19:17 für Ding Song. Na, er weiß selbst, was er falsch gemacht hat. Jetzt muss er sich gefallen lassen, dass Ding Song 3 Matchbälle hat. Und da ist es aus. Ding Song macht den erhofften Punkt für Frickenhausen gegen Roskopf. Im fünften Aufeinandertreffen dieser beiden gibt es den dritten Erfolg für den Chinesen. Reaktionen danach, eingefangen von Detlef Watzke. Letzte Mal gegen Roskopf. Ich gebe Roskopf sehr hart. Heute ist zu weich. Was hat Jörg Roskopf falsch gemacht? Ja, aus meiner Sicht hat er im zweiten Teil des Spiels, im zweiten Satz und auch am Anfang im dritten Satz zu viel die Seite gewechselt. Ich hatte den Eindruck, er sollte eher in der Rückhand bleiben von ihm und dann wechseln und nicht von vornherein mal in der Vorhand anfangen, mal in der Mitte anfangen, mal in der Rückhand anfangen, sondern ihm fehlt ein bisschen Ruhe in seinem Spiel.